So, da sind wir wieder und der fünfte Teil des Let's Play zu Dead Space 3 kann beginnen. Und wir werden uns jetzt hier mal diese Raumstation von innen anschauen, hoffentlich. Aber da werden wir bestimmt wieder hier. Ne, Chinese geht nicht. Ah doch, wunderbar. Sesam, öffne dich. Ja, war ein ganz schön hartes Stück Arbeit hier hinzukommen. Im letzten Teil sind wir mehr als einmal gestorben. Okay, hier ist Luft und Staub. Irgendeine Spur von Ellie? Nein. Sieht aus, als wäre ich seit langem der Erste hier. Ich versuche, die Frachtluken zu öffnen. Augenblick. Oh ja, das sieht alles schon sehr gruselig aus hier. Und sehr duster. Duster, duster. Aha, Munition, das ist immer gut. Und hier. Ah, das ist doch eine Kiste, oder nicht? Ja. Oder nicht? Gut. Gut, gut. Kann ich immer nur wieder betonen. Aha, hier geht's weiter. Ah, nee. Ha. Okay, hier komme ich her. Mann, das ist aber wirklich sehr dunkel hier. Aha, schwerer Standardrahmen. Den nehmen wir doch. Geht auch nichts kaputt. Das ist ja dramatisch. Und diese Kisten, die sind doch bestimmt irgendwo für gedacht. Aha. Sehr unpraktikabel. Und ja, das sieht doch auch wieder hier schön blau aus. Ah ja, wunderbar. Ha! Das Atmen fällt immer schwerer. Wie lange noch? Wir arbeiten so schnell wir können. Mark ist schon ganz blass. Ich kann die Blutung nicht stoppen. Oh nein, ich komme. Kommen Sie zur Tür, ich kann Sie von dieser Seite aus reinlassen. So, kommen Sie jetzt rein und helfen Sie mir. Ganz schön bossy, hä? Also, Ton hat er drauf. Isaac, Ellies SOS kommt von weiter drin im Schiff, aber ich kann Rosen und Locke nicht allein lassen. Senden Sie mir die Koordinaten, ich sehe nach. Bitte sehr, und entfernen Sie sich nicht zu weit. Das ist ein Befehl. Naja, in welcher Position ist der denn, Befehle geben zu können? Gut, wenn dieses SOS-Signal wirklich von Ellie stammt, müssen wir näher kommen. Okay, ah ja, das ist unser Inventar und hier können wir also auch unsere Mission. Ja, genau. Mein Ortungssender ist auf die Quelle der Übertragung eingestellt, die aus der Kommandozentrale der Roanoke zu kommen scheint. Alles klar. Zack. Geh mal hin. Genau. Hier kam ich rein und hier muss ich lang. Oh Mann, ist das dunkel. Also, ja, ich werde mir das mal angucken und wenn das wirklich zu dunkel ist, dann stelle ich es einfach ein bisschen heller. Normalerweise habe ich es schon ein bisschen heller gestellt, aber ja, ich muss ehrlich sagen, dunkel.
im Vorfeld hat man ja viel gehört, dass befürchtet wurde, dass viel zu actiongeladen sein würde und diesen Horrorcharakter verliert, den Dead Space ja immer ausgemacht hat. Aber ich finde gerade jetzt diese Umgebung hier ist doch schon recht bedrückend und auch schon recht gruselig. Das ist eine Sackgasse. Sieht aus, als hätte jemand aus Quarantänegründen einen Shot geschlossen. Können wir da durchschneiden? Nein. Zu dick. Aber es öffnet sich vielleicht, wenn ich es hochfahre. Ja, das sind diese Energiezellen, okay, ja. Die gab es auch in den anderen Teilen schon und das sind diese Blöcke. Das war's. Und da ist auch eine Bank im gleichen System. Eine Bank? Mit all den Teilen, die hier rumliegen, kann ich eine bessere Waffe als die machen. Gute Idee. Aha, ja, dann probieren wir es doch mal aus. Gut. Tesslakern. Aha. Schwerer Standardrahmen. Ah ja, das sind die ganzen Sachen, die ich jetzt eingesammelt habe. Ein Missionar wurde freigeschaltet und in einem Safe abgelegt. Vermittler wurde freigeschaltet und in einem Safe abgelegt. Waffe herstellen, um neue Waffen zu bauen oder dein vorhandenes Arsenal zu modifizieren. Außerdem hast du hier Zugriff auf Waffenteile. Schön. Benutze das Menü Pläne, um Waffen nach Anleitung zu bauen, die du gefunden oder von einem Koop-Partner erhalten hast. Das fällt für uns ja schon mal flach. Benutze das Menü Waffen-Upgrades, um deine Waffen mit Upgrade-Platinen zu bestücken. Upgrade Nachladegeschwindigkeit, Schaden, Clipgröße und Feuerrate. Oh, super. Benutze das Menü Objekte herstellen, um aus Ressourcen, Munition, Erste-Hilfe-Pakete, Stase-Packs und mehr herzustellen. Ja, stimmt auch nicht verkehrt. Benutze den Safe, um dein Inventar zu verwalten. Genau, gelagerte Waffen findest du hier. Teile, verkaufe und verschiebe Objekte zwischen deinem Inventar und dem Safe. Okay. Oberes Tool, Militärantrieb. Aha, Standardspitze. Jede Waffe hat ein oberes Tool. Kombiniere Tools und Spitzen, um die Art des Beschusses zu modifizieren. Gut, was haben wir denn hier? Die meisten Waffen haben Platz für ein unteres Tool. Okay, das ist dann die zweite, die Sekundärfähigkeit. Bei dem Cutter ist es ja zum Beispiel eben dieses vertikal und horizontal stellen. Und okay, hier ist der Rahmen. Benutze LS, um verschiedene Kategorien von Waffenteilen auszuwählen. Ja. Ah ja, gut. Das geht hier. Ja, schön. Gut, haben wir denn schon Pläne? Okay, wir haben eine einfache Strahlenkanone. Ja. Können wir das denn schon? Na, dann machen wir das doch mal. Dem rechten Waffenslot. Ach so, okay. Na, legen wir die erstmal in den Safe. Ich bin ja eigentlich mit dem Cutter ganz zufrieden und die andere Waffe, das müssen wir uns jetzt erstmal angucken. Ja, schön, schön. Und hier neue Waffe herstellen. Neuen Rahmen herstellen können wir auch machen. Okay, nee, können wir nicht machen. Gut, das werden wir dann erstmal, wenn wir ein paar Ressourcen noch gesammelt haben, kann man das ja immer noch machen. Und jetzt habe ich diese Nebenaufgabe erfüllt, dass ich eben eine Waffe hergestellt habe. Und jetzt gucke ich mir die nochmal im Safe an. Ob die wirklich besser oder schlechter ist. Einfache Strahlenkanone, wir haben noch einen Vermittler. Und wir haben den Missionar. Ja, ich glaube, das reicht so. Na, die sieht doch mal hübsch aus. Ja. Kann ich die jetzt eigentlich wieder rausnehmen? Da hinten brauche ich doch auch noch eine Sicherung. Ah.
Ja. Ah nee, die ist ja auch schon drin. Okay. Gut, ich sollte mich nicht verwirren lassen hier. Oh, ist das duster. Ja, wobei es jetzt ja auch schon wieder ein bisschen heller wird. Was war das? Jetzt. Jetzt können wir wenigstens die neue Waffe direkt mal ausprobieren. Was ist los? Das ist doch super. Von den Resten der Crew begrüßt worden. Was? Niemand hätte so lange da draußen überleben können. Wir wurden verwandelt in diese Viecher. Und was machen wir jetzt? Halten Sie Ihre Waffe in Anschlag und bleiben Sie bloß von den Lüftungsschlägen weg. Drücken wir ihn auf die Stelle. Schießen Sie auf die Extremität. Verstanden? Haben Sie das verstanden? Ja, okay, okay. Also wirklich, denen muss man auch alles hier doppelt und dreifach erzählen. Oh, was ist das denn? Oh, schön. Ach, wirklich hübsch, hübsch die Aussicht. Ja, grafisch schon, ja, richtig Zucker. Doch, weg damit. Ich muss hier rein. Rein, rein, rein. Ja, aber erstmal mal gucken, ob hier nicht doch noch irgendwie so ein bisschen Zeug rumliegt. Aber nein. Ja, wieder Medipacks. Ist auch nicht verkehrt. Oh, okay. Zerstückeln. Ja. Dann kommen jetzt wohl Gegner. Hoppa. Alles klar. Das war die Sekundärfunktion und das hat sich nach einer Schrotflinte angefühlt. Ja, nein, es lebt. Nicht mehr. Ah, ich bin noch ein bisschen zaghaft, aber das wird sich bestimmt noch legen im Laufe des Spiels. Hui! Ja, oberste Devise, immer ruhig bleiben. Habe ich gar nicht gesehen, was es war. Ich sollte jetzt mal wirklich öfter mal nach oben gucken. Scheinen ja immer oben an einem Kokon zu hängen. Ah, sehr schön. Artefakt. Ja, gucken wir es uns doch auch nochmal an. Hier, an gesamte Crew der CMS Roanoke. Ich möchte jedem einzelnen Crewmitglied für die Teilnahme an dieser historischen Expedition danken. Nie gab es einen würdigeren Grund oder düstere Umstände als die, denen wir uns heute gegenübersehen. Zwar haben die meisten von Ihnen keinen Zugang zu den vollständigen Details dieser Mission, dennoch sollten Sie Folgendes wissen. Unsere Hoffnung und Träume für eine Zukunft stehen auf dem Spiel. Das Schicksal der Kolonien liegt in Ihnen, in Ihren fähigen Händen. Ja. Fähig oder nicht fähig? Das wird sich ja jetzt hier zeigen oder hat sich ja schon gezeigt. Anscheinend nicht wirklich fähig. Dann nehme ich das einfach als Motivation für mich, dass es jetzt in meinen Händen liegt. Und was war das? Ui, ui, ui.
Ich will nicht. Ja, doch, ich will. Aha. Soll ich nicht einfach mal? Ich glaube, ich versuche mal den Cutter. Ja. Ja, ein bisschen chirurgischer kommt das rüber, ne, mit dem Cutter. Aber der Spaßfaktor ist bei beiden Sachen relativ gleich. Jedenfalls extrem höher als beim Treten. Das ist wirklich kein Vergnügen. Nee. Könnt mich ruhig Mimose nennen, aber das ist schon hart. Okay, verriegelt. Ja, ich glaube auch, ich verriegel mich jetzt auch mal für eine Viertelstunde und mache dann weiter mit dem nächsten Teil und wir sehen uns dann wieder. Bis bald. Bye bye, euer Smurlock.